Bei den Anästhesieformen unterscheiden wir prinzipiell zwischen der allgemeinen Anästhesie und der Regionalanästhesie. In einem vorbereitenden Gespräch werden Sie über beide Formen informiert und es wird mit Ihnen gemeinsam die beste Lösung für Sie gefunden. Im Rahmen einer Vollnarkose gelangen Sie in den OP-Bereich, werden entsprechend vorbereitet und wir lassen Sie dort einschlafen. Sie bekommen von der ganzen Operation nichts mit. Wir lassen Sie am Ende der Operation wieder aufwachen und Sie kommen in unseren Aufwachraum. Wenn dann alle Ihre Organfunktionen und die Atmung wieder komplett normal funktioniert, werden Sie wieder auf die normale Station verlegt. Im Rahmen einer Regionalanästhesie sind wir in der Lage, einzelne Körperregionen so zu betäuben, dass man an ihnen operieren kann, ohne dass sie irgendwelche Schmerzen empfinden. Das hat den Vorteil, dass wir sie nicht so tief schlafen lassen müssen und dass für ihr Gehirn zum Teil auch wesentlich weniger belastend ist und für den Kreislauf, als wenn man das im Rahmen einer allgemeinen Anästhesie durchführt. Im Rahmen des Aufklärungsgespräches mit dem Narkosearzt vor der Operation wird auf sämtliche Risiken eingegangen. Auch für besonders ängstliche Patienten ist es ein sehr guter, geeigneter Moment, entsprechende Ängste abzubauen und sich vielleicht auch schon im Vorfeld Fragen zu überlegen, die sie ihrem Narkosearzt stellen möchten, weil sie eben dem Eingriff etwas ängstlich gegenübergestellt sind. Im Rahmen des Gespräches kann dann festgelegt werden, welche der Narkoseformen bei ihnen angewandt wird. Wenn Sie sich zum Beispiel für eine Regionalanästhesie entscheiden und dies bei diesem Eingriff auch möglich ist, dann können Sie auch sich mit Hilfe unserer Videobrille im OP ablenken. Diese Videobrille ist in der Lage, Ihnen Konzerte oder Dokumentationen oder auch Kinofilme zu präsentieren. Und Sie können während des Eingriffs Ihre Aufmerksamkeit sich der Videobrille und dem Film widmen und bekommen von der Operation dementsprechend auch weniger mit. Bei uns sind Sie in sicheren Händen. Sie werden ausschließlich von Fachärzten für Anästhesie und Intensivmedizin betreut. Im Vorfeld der Operation findet eine genaue gesundheitliche Untersuchung statt, sodass wir entsprechende Risiken bei Ihnen kennen und auch darauf reagieren können. Für Sie wird dann das geeignete Narkoseverfahren erklärt und auch durchgeführt. Die Anästhesie hat sich in den letzten Jahrzehnten sehr viel weiterentwickelt, besonders auch hinsichtlich der Patientensicherheit. So können wir heute während den Operationen durch die Messung der Hirnströme feststellen, wie tief sie schlafen, sodass ein Aufwachen während der Operation nahezu ausgeschlossen ist. Des Weiteren werden sie natürlich bei uns nach den aktuellsten wissenschaftlichen Standards behandelt. Natürlich ist kein Verfahren nebenwirkungsfrei. Letztendlich kann es bei Narkosen etwas gehäufter zu einer Heiserkeit kommen oder auch zu einer Übelkeit oder Lagerungsschäden, die man relativ gut behandeln kann. Schwerwiegende Komplikationen haben in der Anästhesie eigentlich einen hohen Seltenheitswert. Insofern ist die heutige Form der Narkose ein sehr sicheres Verfahren.